meine kleinen Hobbydetektiven, wir sind hier im letzten Part stehen geblieben. Und zwar an der guten Pension, haben gestern, gemacht und jetzt beginnt die Unterhaltung. Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Okay. In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. So, so. Dann gehen wir nach oben und gucken uns das mal an hier. Hallo? Tür? Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Welche Tür bitte? Ach, da, die Tür. Oh, Fußspuren. Gefunden. Vorsicht, Watson. Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Tut mir leid, nur sicherheitshalber. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Natürlich, Mann. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. So sieht's aus. Niemals. Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Der rechte Fuß. Ja. Schuhgröße 48. Der rechte Fuß. Ja, das haben wir schon. Der rechte Fuß. Okay, mehr. Ein leichter Abdruck. Ja, ist gut. Mehr gibt's hier wohl nicht. Aber doch, hier gibt's noch mehr. Ah, Sie haben Ihr Maßband. Das ist nicht grün. Ja, ist gut. Habe ich hier noch irgendwie etwas? Der rechte Fuß. Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Ja. Das ist kein Wasser. Ah. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Ja. Guck, das Ding ist jetzt grün. So, rein da. Okay. Sehen wir uns hier mal um. Okay, gucken wir uns mal hier den Zettel an. Verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre Leidenschaft, Diskussionen über die Rechtmäßigkeit dieses Kriegs hätten mir uninteressant. Als dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Aha. Vicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Vicksburg. Ernsthaft? Vicksburg. Da. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. Ja, logisch, ist ja auch derselbe Typ, mein Freund, ne? Mal nebenbei. Noch mehr Zettel. Lieber Frosty ist ja uninteressant. Lese ich alles nicht. Oh, mein lieber Frosty ist... Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Ja, das war ihm klar. Er hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Alter, eklig. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Das müssen die Fußabdrücke von Squibby sein. Er hat Tumblety geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Ja, genau. Und was ist das hier? Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Ja, logisch. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Mal sehen. 5 Verriegelungen mit jeweils einer 6-stelligen Zahlenkombination. Ja, Datum, Bruder. Datum. Muss nur wissen, wann... Muss nur wissen, wann welcher war, ne?
Das wäre so ein Vorteil, das mal zu wissen, was das hier. Okay. Vicksburg ist der Schlüssel. Das hatten wir doch schon. Aber wie soll das gehen? Morgen haben wir den Schlüssel. Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt. Was? 1, 2, 3. Ja. Ich habe ja, den Eindruck. Gut. Aber wann war welche Okay, Moment. Wir gucken gerade mal in unsere Dokumente. Was ist zu den Schlachten? Nein. Arztliebling, kein Datum. Vicksburg ist der Schlüssel, der Krieg kann kein Ende finden. Keine. Nee, nix. Der Größe nach zu urteilen, Hand. Interessiert uns alles nicht. 0, 2, 0, 0, 5, 63. Fortsamt das. Ernsthaft? Ich hab keine Ahnung. Wie soll das bitte gehen? Das ist jetzt. Ach, das hier steht fest, ne? Aber an das kann ich das ja hier. Ich kann ja nicht 1800 machen. Moment. Doch, hier 2. 5. 18, 63. So wird es hier wahrscheinlich gemacht, weil hier steht ja auch alle 4. Sind es anders? Keine Ahnung. Ich weiß es alles nicht auswendig. Wo komme ich denn dann dahin, wenn ich das wüsste? Alter. Also, Vicksburg ist der Schlüssel. Das wissen wir bereits. Aber die Frage ist, wie wir das bitte lösen sollen. Chancellorsville. Aha. Oh Mann. Das ist jetzt echt ein wenig zu viel für mich. Ein wenig viel zu viel. Ich weiß gar nicht, schon die ganzen Schlachten waren. Ich probiere einfach mal aus hier. Ja gut, jetzt gern geht's so. Zurücksetzen. 0 2 0 5 63 21 0 9 68 Nachdem ist ein Sieg, also müsste das Vicksburg sein. 17 09 und 62. Aber eine Fehlmacht steht doch hier unten nicht drin. Ich habe gar keine Ahnung, wie das gehen soll. Gar keine Ahnung. Hier ist auch gar keine Hinweise, nichts. Wir wollen einfach mal weiter hier. 12, 04. Mal dahin. 12, 04. 61. Oh, nimm mal 12, 19. Und zwar 71. Hello? Nein, ich hab gar keine Ahnung, wie das gehen soll, meine Freunde. Das ist echt ein bisschen. Ein wenig zu viel des Guten. Jetzt mal ohne Müll. Das ist ja wirklich. Also, das. Wie soll das bitte gehen? Ich müsste alles auswendig wissen. Also, hier, das ist dann doch. Guck mal, ob ich hier noch ein bisschen was außerhalb finden kann. Irgendwas Interessantes noch? Nö.
Alter. Der Größe nach zu urteilen. Ja, ja. Gut, ich mache einen ganz kurzen Cut und google mal gerade die ganzen Schlachten hier nach, weil ich weiß von denen allen nichts. Und da, meine Freunde, sehen wir uns gleich. Tschaußen. Da sind wir auch wieder. Und zwar habe ich ein bisschen geguckt, also bis auf das hier, weil das war eigentlich so Richtung 4.7. Und das ist also 63, glaube ich, auch. Aber das steht hier unten, also hier 3.7. Den haben wir hier schon für Gettysburg. Hier in dem Wappen muss ich sowieso noch ein bisschen was ändern. Und das irritiert mich. Deswegen, ich würde einfach sagen, ich probiere einfach mal den 4.07.04.07.63. Dann muss ich hier mal in dem Wappen gucken. Was dazu passt. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ich noch so finden kann. Hört ihr mich überhaupt? Ja, gut. Ich habe ein bisschen geguckt, was ich noch so finden kann, aber irgendwie viel passen tut es nicht. Das sind halt immer nur die Länder mit ihren Mützen. Ups. Okay, die Länder, also die Flagge und ihre Mützen, was die damals getragen haben, muss ich nur eingeben. Gut, dass ich das unter den Bildern auch gefunden habe. Das ging aber flotti. Irgendwie. Habe ich hier noch einen Fehler, weil eigentlich nein. Nee, das stimmt eigentlich. Oder, falsche Mütze gewesen. Gut, was haben wir denn hier? Hier haben wir das Ding mit dem... Hier mit seiner grünen, okay. Und in Vicksburg, das ist das hier, mit der Das war doch dieser komische andere. Das ist richtig, das hier? Elementar. Ah! Funktioniert. Wir haben gefunden, was wir wollten. Was für... Oh, gibt vier Sachen. Aha. Das ist ja entsetzlich, Holmes. Mega entsetzlich. Dieser riesige Koffer enthält vier Glasbehälter, in denen Organe schwimmen. Watson, können Sie spontan sagen, um welche Organe es sich handelt? Ich würde sagen, das sind Teile von weiblichen Fortpflanzungsorganen. Du bist aber sind gewieft. Sind diese Präparate frisch? Nein, und da bin ich mir ziemlich sicher. Der Farbe und dem Zustand nach zu urteilen, würde ich sagen, dass diese Organe seit mehreren Monaten, wenn nicht gar Jahren, in diesen Glasbehältern aufbewahrt werden. Interessant. Zurück in die Baker Street. Ja, gut, ne? Ja, gut. Ist jemand hier? Ja. Was ist los, Finley? Sie sind ja kreidebleich. Zwei Polizisten waren hier und wollten wissen, ob eine auffällige Person hier war. Der Whitechapel-Mörder hat wieder zugeschlagen. Und wenn ich mich nicht verhört habe, hat er in den letzten Stunden zwei Frauen ermordet. Wow. Wow. Das weiß ich nicht. Die Polizisten haben mir nichts gesagt. Er läuft bei Schnell, denen, ne? Holmes, wir müssen ihnen folgen. Auf keinen Fall, Watson. Mr. Finley, wissen Sie, ob der Arzt außer diesem riesigen Koffer noch weitere Gepäckstücke auf seinem Zimmer hatte? Ein oder zwei Koffer, glaube ich. Kümmern Sie sich um die Wäsche dieses Arztes? Meine Frau wäscht die Kleidung und Laken der Mieter einmal die Woche. Wären Sie so freundlich und würden uns so schnell wie möglich Bescheid geben, falls der Arzt wieder auftaucht? Sicher. Ich befürchte nur, dass er nicht wiederkommen wird und die Sache mit dem Schlüssel ärgert mich. Ja, das ist natürlich Holmes, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Nicht ganz klar. Der Whitechapel-Mörder ist just in diesem Augenblick ganz in der Nähe und wir schlagen hier Däumchen drehend Wurzeln. Der Whitechapel-Mörder ist die ganze Zeit in der Nähe. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Zum Tatort bzw. zu den Tatorten gehen, uns zu den Schaulustigen gesellen und die Spuren noch mehr verwischen? Nein, unsere Zeit wird kommen. Gehen wir zurück in die Baker Street. So ist das ganz vorbildlich, genau. In die Baker Street zurückzukehren. Trautesheim, Glück. Ja, meine Freunde, aber jetzt, nachdem das geschafft ist, würde ich aber sagen, wir beenden den... Wir waren wenige Minuten vor dem ersten Mord nur etwas mehr als 50 Meter vom Opfer entfernt. Wir hätten sogar die Stimme des Mörders hören können. Und trotzdem sitzen wir seit einer Woche nur untätig herum. Sie sitzen untätig herum, Watson. Hart. Ich für meinen Teil habe gearbeitet. Und wie Sie wissen, habe ich diese Woche durchaus genutzt, um an die verlässlichen Fakten dieser zwei Mordfälle zu gelangen und sie zu überprüfen. Ja, ja. Lesen Sie meine Notizen und versuchen Sie, einen Überblick zu bekommen. Notiz über den Mord an Lestrade im Duddlefield Yard. Gewisse Informationen, die ich gesammelt habe, müssen bestätigt werden. Lestrade, Spitzname Longlist, Alter 45 Jahre, Größe 5 Fuß, 5 Zoll, doch nicht Inch. Gelegenheitsprostituierte, so.
In den letzten 3 Jahren kündete seine stürmische Beziehung mit einem gewissen Kidner, ein 36-jähriger Hafenarbeiter, den sie vor Tagen verließ. Sie erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn, versäumte aber vor Gericht zu erscheinen, da wurde die Anklage fallen gelassen. Das Opfer wurde vor einem gewissen Louis Deemschutz am 3. September am 1 Uhr getötet aufgefunden. Ah, okay, uninteressanter Rest. Gut, dann ist das weg. Oh, noch einen Mord. Ja, gut, interessiert mich auch nicht. Ich habe Ihre Notizen wieder und wieder gelesen. Kann ich nicht irgendetwas tun? Ich langweile mich und... Finden Sie einen Schlachthof, den wir für eine Stunde alleine nutzen können. Und dann geben Sie mir Bescheid. Welches Tier ist, physiologisch betrachtet, Ihrer Meinung nach uns Menschen am ähnlichsten? Das Schwein. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt gefragt habe. Beschaffen Sie ein 1000 Köpfe frisch geschlachteter Schweine, Watson. Aber keine großen Köpfe, sondern eher kleine. Oh. Vielleicht von Säuen? Genau, Watson. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich darum gekümmert haben. Ich möchte, dass Sie in Whitechapel suchen. Wer weiß, vielleicht erfahren Sie mehr darüber, wo sich Dr. Tumblety versteckt halten könnte. Außerdem gibt es in dieser Gegend nicht gerade wenige Schlachthöfe. Ja gut, ich beende nun den Part. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Dr. Watson und Sherlock Holmes jagen Jack the Ripper. Meine Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao. Yo, Leute. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der 3 Icons und abonniert bzw. folgt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!